Am südlichsten Ende Deutschlands, unmittelbar neben der Schweiz, in direkter Nachbarschaft der Alpen, liegt der größte Trinkwassersee Europas, der Bodensee. An seiner schönsten Bucht liegt Konstanz, eine malerische mittelalterliche Stadt mit viel Charme und lebendiger Kultur. Nur 65 Kilometer von der Metropole Zürich und ihrem internationalen Flughafen entfernt, kann man hier ins alte Europa eintauchen. Die Menschen sind herzlich, das Leben ist entspannt. Man kann nach Herzenslust shoppen, sich kulinarisch auf höchstem Niveau verwöhnen, sich durch die lebhafte Altstadt treiben lassen, lokale Kultur entdecken, einfach nur die deutsche Gemütlichkeit genießen oder sich bei einem der fantastischen Sonnenuntergänge in den Konstanzer Buchten entspannen. An zwei dieser Buchten liegen die Kliniken Schmieder, eine der führenden neurologischen Fach- und Rehabilitationskliniken in Europa. Wir betreiben internationale Häuser, die sich an 6 Standorten in Baden-Württemberg auf die Betreuung von Patienten aus der ganzen Welt spezialisiert haben. Wir bieten die vollständige Kette der neurologischen Rehabilitation an. Unsere Spezialgebiete reichen von der Frührehabilitation mit Beatmung bis hin zur Berufstherapie und beziehen die Behandlung begleitender psychischer und psychosomatischer Störungen sowie chronischer Schmerzen unmittelbar ein. In unabhängigen Evaluationen erreichen wir jeweils Spitzenplätze. Und von 100 gehunfähigen Patienten, die zu uns kommen, sind am Ende des Aufenthaltes über 80 wieder gehfähig. Diese Erfolgsquote ist eine der besten in ganz Deutschland und basiert auf einem 3-Säulen-Therapieansatz, dem Schmiedermodell. Die Mitarbeiter der Kliniken Schmieder begleiten Sie auf Ihrem Weg mit dem gesammelten Wissen aus 60 Jahren Therapieerfahrung, mit den neuesten Forschungsergebnissen und modernen Hightech-Geräten. Und vor allem begleiten Sie sie als Mensch. Bei Schmieder steht der Mensch im Mittelpunkt. Menschen helfen Menschen. Dieses Modell hat eine lange Tradition und ist tief in unserer Geschichte verwurzelt. Friedrich Schmieder war ein medizinischer Pionier und eröffnet beseelt von dem Wunsch, die Lebensqualität neurologischer Patienten nachhaltig zu verbessern, eine visionäre Klinik für Rehabilitation. Die erste ihrer Art in der Welt. Damals existierte praktisch keine Therapieerfahrung und somit auch keinerlei Rehabilitations-Know-how. Die angewandte Therapie war seine Forschung. Der Dialog zwischen seinen Patienten und seinen Therapeuten war seine wichtigste Forschungsquelle. Professor Schmieder hat mit dieser Pionierarbeit einige der wichtigsten Methoden der Rehabilitationsmedizin erfunden. Diesem Pioniergeist fühlen wir uns bis heute verpflichtet. Morgen, wir sind ja heute zusammengekommen, den Fall dieses Patienten zu besprechen. Sie sehen da diese Besonderheit beim Gehen. In den Kliniken Schmieder arbeiten erfahrene Ärzte, Therapeuten und Pfleger immer im Team mit jungen Kollegen zusammen. So wird seit 60 Jahren Wissen und Know-how gesammelt, weitergegeben, verbessert und täglich angewandt. Dank Professor Schmieder kann heute jeder Patient unserer Kliniken von diesem einzigartigen Erfahrungsschatz profitieren. Das ist die erste Säule unseres Schmieder-Modells. Unsere zweite Säule ergibt sich direkt aus der ersten. Unsere Erfahrung und unser Wissen ist aus Forschung entstanden, denn Forschung generiert Know-how. Mit demselben Pioniergeist betreiben wir heute ein eigenes Forschungsinstitut mit dem Ziel, neueste Forschungserkenntnisse und modernste Technik ohne Umweg zum Patienten zu bringen. Das hauseigene Luria-Institut kooperiert eng mit führenden deutschen Universitäten. Wir halten unsere Augen stets offen. Wir suchen und wir forschen. Und manchmal finden wir die großartigsten Dinge für unsere Patienten an den ungewöhnlichsten Orten. Im Spitzensport zum Beispiel. In Zusammenarbeit mit der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Universität Konstanz analysierten wir das Training von Leistungssportlern und leiten davon konkrete Impulse für die Rehabilitation unserer Patienten ab.
Auch mittels struktureller und funktioneller Kernspintomographie, als auch EEG-Studien, untersuchen wir interessante Geschehnisse im Gehirn. Wir haben den großen Vorteil, dass wir hier im Hause von den wissenschaftlichen Untersuchungen sofort profitieren können. Wir können die Erkenntnisse 1:1 in die Praxis, in die Therapie einmünden lassen und die Patienten profitieren unmittelbar von den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wir benutzen hier ein Gerät, das die Fußhebemuskulatur stimuliert, damit der Fuß im Gangzyklus leichter nach vorne gebracht werden kann. Diese Schnittstelle zwischen Forschung und Patientenalltag ist die zweite Säule des Schmieder-Modells. Die dritte und wichtigste Säule jedoch ist, dass bei Schmieder Menschen Menschen helfen. Das ist in unseren Kliniken ein zentraler Therapiefaktor. Jeder Mensch hat individuelle Bedürfnisse und individuelle Ziele. Bei uns bilden Patient und Therapeuten ein Team. Ein Team, das sich auf einem schwierigen Weg gegenseitig unterstützt, anleitet und anspornt. Ein Team, beseelt vom selben Wunsch. Die Ziele, die sich die Patienten gesetzt haben, zu erreichen und ihre Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. Schon Gründungsvater Professor Schmieder wusste, jede Therapie ist einzigartig, weil jeder Patient einzigartig ist. Das heißt, es gibt keinen unpersönlichen Standardtherapieplan. Für jeden Patienten muss eine Therapie maßgeschneidert werden. Im Zentrum unserer Bemühungen steht das individuelle Therapieziel des Patienten. My name is Yalaman. I came from Kazakhstan and I want to walk. Mein Ziel in der Schmiederklinik ist, dass ich nachher als Physiotherapeut arbeiten kann und dass ich genauso fit und gesund wie vorher bin. Sülay und Kindsmünder sind einfach total lustig. Mit denen kann man immer lachen. Und Frau Lohmann hat es einfach drauf. Ja, die Behandlung ist gut und sympathisches Auftreten. Man fühlt sich halt gleich verstanden irgendwie, wenn mal was nicht klappt. Mein Ziel ist, dass es wieder ganz so wird wie früher, bevor ich den Schlaganfall hatte. Mein persönliches Ziel sind die Paralympics 2018. Dafür bin ich hier und trainiere täglich sehr hart. Sie wissen sehr viel, gehen speziell auch auf die Krankheit bei der Physiotherapie und schon einiges ein. Und das finde ich halt wunderbar. Ja. Mein Name ist Gerald Sauter, ich habe MS und bin in der Rollstuhl-Curling-Nationalmannschaft. Er wurde mit einem Messer in den Rücken gestochen. Ich bin Stepanikov Dmitri, ich bin aus St. Petersburg, Russland. Trainer für Fußball, Fußballschule Zenit. Er möchte aufstehen und laufen. Im steten Dialog zwischen Ärzten, Therapeuten und Pflegern wird alles dafür getan, dieses Ziel zusammen mit dem Patienten zu erreichen. Wir schreiben Selbstverantwortlichkeit groß. Unsere Fachtherapeuten können jeden Tag das Training und das Konzept variieren und an die individuellen Bedürfnisse des Patienten anpassen. You can be very creative. You can do whatever you want to do. It's your choice, and you can
do something different with the patient every day, and it's just also amazing to see how they improve over the time that they're here and how different they are when they go home from when they came, like a completely different person, and it's just really nice, and I really, really, really love it, I have to say. Meine Lieblingstherapie. Ich muss so sagen, die Therapien, die am meisten gebracht haben, die habe ich am wenigsten gemacht, weil die haben mir immer mein Defizit aufgezeigt, was ich noch nicht kann. Und das, was ich am liebsten gemacht habe, ist natürlich das, was ich am besten konnte. Wenn es um Rehabilitation geht oder Rückkehr oder Rückgewinnung von Funktionen oder Aktivitäten im Alltag, ist das aktiv. Also ist ein aktives Arbeiten von dem Patienten. Ich finde nicht die Klinik an und für sich ist das Wichtigste, sondern wichtig ist für mich die Menschen, die hier sind. Und hier in der Schmiedeklinik ist mir speziell aufgefallen, es ist sehr, sehr menschlich. Und die Leute gehen individuell auf jeden Patienten ein. Therapiewissen aus über 60 Jahren und menschliche Empathie sind oft erfolgreicher als die teuerste Maschine. Denn nur im intensiven persönlichen Kontakt kann der Therapeut sehen und fühlen, wie ein Patient sich entwickelt. Dass wenn er nach oben kommt, dass das Bein praktisch weggeht vom Boden, anstatt zum Boden zu stützen als stabiler Punkt. Его нужно оставлять на полу, его просто поднимать, но двигать его пододвигать не нужно. So ist das richtig. Ist natürlich der schwerere Weg. Man muss immer an der individuellen Leistungsgrenze eben arbeiten. Das heißt, ich muss ihn fordern und lernen oder Fortschritte passieren nun mal am Ende der Leistungsgrenze. Also der Fehler oder das Misslingen bei der Übung gehört auch mit dazu, weil mir das zeigt, dass ich eben am richtigen Punkt trainiere. Also wenn die Aufgaben für ihn zu leicht sind oder zu einfach, dann wird sich der Fortschritt oder der Erfolg nicht so gut oder nicht so schnell einstellen. Wir motivieren Sie und Ihr Erfolg motiviert uns. Denn nur Menschen können Menschen helfen. Unser Drei-Säulen-Modell macht uns nachweislich sehr erfolgreich. Mehr als 90% aller Schmieder-Patienten sind nach ihrer Rehabilitation entschieden vitaler und deutlich selbstständiger. Eine Zahl, die uns stolz macht. Ich hatte auf dem Kopfkissen eine Klingel und das war wie ein Ballon. Und wenn ich jemanden gebraucht habe, dann habe ich den Kopf etwas gedreht und habe mit Kraft, das war für mich sehr viel Kraft damals, auf den Ballon gedrückt und dann war das ein Klingelzeichen vor mir. Ich war vollkommen gelähmt. Ich habe wieder laufen gelernt, ja. Es hat lange gedauert, aber es hat funktioniert. The motivation is just the fact that people come and they can't walk or they can't stand or they can't sit and you can help them achieve this goal. I suppose it's one of the biggest motivations. I have to say one of the best feelings is when someone walks for the first time and you're the person that's kind of helped bring them to this point, or when the relatives are so happy that this person can suddenly do everything for themselves again or walk again. That's a big motivation. What I also really enjoy doing is just working with lots of different kinds of people, lots of different cultures and people from different countries. It's also good. But the main motivation is definitely this, just how much you can help someone to improve their quality of life, I suppose. Also, als ich ankam, saß ich im Rollstuhl und mit meinem Arm ging noch gar nichts.
Und ja, halt direkt aus der Klinik hierher. Und wie geht's deiner Hand? Gut. Inzwischen kann ich's wieder. Wie war die Hand? Erzähl mal kurz. Auch ganz runterhängen. Keine Aktivität, gar nichts. Und jetzt? Zeig noch mal, was kann die Hand schon? Wow, und wie viele Wochen? Oh, zeig Mädchen. Seit dem 18. Auf meinem Armband, da steht Geduld und auf der anderen Seite Kraft, damit es mich immer daran erinnert, dass ich Geduld und Kraft haben muss. Können Sie mal mit der linken Hand zur Nase fassen? Was uns wirklich antreibt, sind die menschlichen Erfolgsgeschichten hinter den Statistiken. Zu sehen, dass unsere Arbeit Früchte trägt, dass wir helfen können, dass Menschen mit uns in ihr Leben zurückfinden. Es beginnt manchmal mit einer kleinen, unscheinbaren Bewegung. Nach Monaten harter Arbeit wird daraus ein erster Schritt, dann viele Schritte und irgendwann ein großes Lächeln. Das macht uns glücklich und dafür arbeiten wir. Mit Ihnen zusammen. Jeden Tag. Ich studiere Informatik. Ich habe das Vorbilddiplom abgeschlossen und ich will wieder studieren. Sie suchen Menschen, die Ihnen helfen, Ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Da können wir der richtige Partner sein. Denn eines wissen wir ganz genau: Rehabilitation wirkt. Mein Name ist Dagmar Schmieder und ich möchte Sie auf diesem Weg unterstützen. Die Kliniken Schmieder. Wir bieten Rehabilitation an 6 Standorten an: Allensbach, Geilingen, Konstanz, Stuttgart, Gerlingen, Heidelberg. Die Filmaufnahmen wurden in Konstanz und Allensbach gemacht. Doch egal, wo Sie Ihre Therapie beginnen wollen, alle Kliniken Schmieder folgen demselben Leitbild. Rehabilitation wirkt. Reha hilft wirklich. Niemals aufgeben. Wenn ich spiele, sagen wir Pesset mein. Never give up this. Ami perdre l'espoir. Finder. Kavi Harmat Mano. Never give up. Niemals aufgeben.